ja, laut, viele Menschen, Müllproduktion und irgendwie alles irgendwie nervt so. Musikfestivals, Megacities mit über 250.000 Menschen. Und die verbrauchen jede Menge Energie. Ein Festival in dieser Größenordnung kommt auf einen Stromverbrauch von mehr als 100.000 Kilowattstunden. Bei den Großevents entstehen bis zu 500.000 Tonnen Müll. Und am Ende der Party? Durch die oft zitierten Bilder von zugemüllten Campingplätzen gelten die Festivals für viele als die Klimakiller Nummer 1. Zu Recht. How carbon intensive are festivals? I mean, what would those people be doing if they weren't at a festival? They would be at home watching television and using electricity in lots of ways. I don't know the mathematics on this, but I would love to know how much extra carbon is added to the planet by a festival. Gute Frage. Wir machen uns auf zu einem der ersten deutschen Festivals nach dem Corona-Stillstand. Im regnerischen Dangast, das Watt en Schlick. Auch Festivalgründer Till Krägelow ist oft mit Vorwürfen konfrontiert. Ja, laut, viele Menschen, Müllproduktion, ja, Verschmutzung und irgendwie alles irgendwie nervt so. Und die guten Aspekte werden da ganz einfach vergessen. Auf dem vergleichsweise kleinen Festival spielen an 3 Tagen auf 4 Bühnen über 50 Live-Acts. Insgesamt feiern hier über 5000 Menschen. Und das mitten im Naturschutzgebiet? Absolut im Naturschutzgebiet. Also wir sind, sage ich auch mal, Wattenschlickfest im Einklang der Natur. Hier versucht man auf kleiner Ebene etwas zu verbessern. Wir versuchen überall da, wo wir, sagen wir mal, die Umwelt schützen können, da wollen wir agieren und so. Und wir haben halt Mehrwegsystem, wir haben elektronische Shuttle-Service, wir transportieren uns Sachen mit Lastenfahrzeugen, wir haben E-Roller, wir haben recyceltes Besteck, Becher, Pfandsystem und versuchen das halt so möglichst gut zu gestalten und dass die Menschen auch nicht so viel Müll produzieren. Hier funktioniert das ganz gut. Allerdings, neben dem Publikumsverkehr ist der größte CO2-Faktor aller Festivals, egal ob groß oder klein, nicht ganz so offensichtlich. Die Dieselgeneratoren, Strom aus fossilen Brennstoffen. Bei den meisten Festivals ist der Strombedarf so hoch, dass sie nicht einfach ans Netz angeschlossen werden können. Unsere Grenze ist ganz klar, wie versorgen wir eine Bühne mit Energie? Wir können da nicht jetzt irgendwie ein Fahrrad hinstellen und abstrampeln. Wir haben auch keine Solarenergie dafür, aber wir brauchen sehr viel Energie, um eine große Bühne zu befeuern. Und da sind wir noch dran, dass wir die Energie, also der größte Energiehaushalt, dass wir den quasi am liebsten mit erneuerbaren Energien hinkriegen. Solange es keine Lösung für dieses Infrastrukturproblem gibt, ist kein Festival klimaneutral. Bis dahin erfüllen sie aber weiterhin eine wichtige Aufgabe. Man geht auf ein Festival, um den Alltag zu vergessen oder beziehungsweise einfach mal den Kopf auszuschalten. Aber man sollte ihn trotzdem nicht komplett ausschalten. Hier soll ja auch eine Konfrontation stattfinden. Ob es jetzt die Inhalte sind, quasi die musikalischen Inhalte oder die Lesungen oder was anderes, all die Kultur, ganzen Kulturgeschichten, die wir hier auch machen. Wir versuchen ja quasi einfach so einen Boden zu schaffen, zu sagen, das ist hier so. Aber das nie mit einem erhobenen Zeigefinger. Das ist ganz wichtig. Und so ist es auch kein Zufall, dass Luisa Neubauer, das Gesicht der deutschen Fridays for Future-Bewegung, ausgerechnet auf einem Festival eine Lesung gibt. Ich glaube, es braucht ganz, ganz dringend diese Ort, wo Menschen zusammenkommen, sich bewusst machen, wir sind Teil von was Großem Ganzen, sich spüren, wie es sich anfühlt, wenn etwas bebt, wenn eine Masse bebt.
das sollte uns anspornen und im besten Fall aber ja eben auch ermutigen, dann auch jenseits vom Festival aktiv zu werden. The most important thing is that people understand that another way of living is possible. And we keep experimenting with ways of finding that out. And festivals, I think, are very good from that point of view. Aber was können die HauptdarstellerInnen dieser Branche tun? Bands wie Giant Rooks engagieren sich öffentlich bei Fridays for Future, sind aber gleichzeitig Teil der Industrie. Ein Dilemma? Wenn man zum Beispiel eine Plastikflasche bei uns in der Story sieht, kriegen wir schon so 3-4 Nachrichten, die dann sagen, oder die von Menschen, die sagen so, ey, das geht aber gar nicht klar, ihr spielt ja bei Fridays for Future. Was für eine Doppelmoral ist das? Ich glaube halt, dass es bei der ganzen Sache einfach voll wichtig ist, zu sagen, dass es halt eben Widersprüche gibt und die sich auch nicht komplett auflösen lassen. Auch die Kieler Band Leoniden befindet sich in diesem Widerspruch. Also zum Thema Nachhaltigkeit muss man total überlegen, was so überhaupt in der Macht einer Band steht. Die Band muss von A nach B kommen, so, und das geht nie quasi klimaneutral. Also Touring zum Beispiel ist gerade noch keine grüne Sache. Also man fährt halt in einem Bus, so, der wird, glaube ich, noch mit Diesel betrieben. Also es gibt noch keine quasi so Busse zum Touren, die elektrisch betrieben sind und so weiter. Und das sind alles Sachen, mit denen sich, glaube ich, die Branche auch gerade viel beschäftigt. Die Musikerin Cat Frankie, schon seit über 20 Jahren im Geschäft, will nicht mehr weitermachen wie bisher. Aber wie dann? In the last couple of years, everyone's been doing a lot of soul searching about how they can help on a personal level. Es gibt so einfache Stellschrauben wie die Bestecksituation zum Beispiel zu klären, ne? Keine Einwegsachen, die irgendwie, ne? Und so weiter und so fort. Und wir sind auch eher die Holzzahnbürsten-Gang, so. Aber man darf sich, glaube ich, nicht von der Eigenverantwortung dem Klima gegenüber so krass lähmen lassen. I think there's a limit to what personal responsibility can achieve. You know, as bands, we can say we want vegetarian food on our rider. We want to use organic products for our merchandise. But the things that will make bigger changes is basically speaking truth to power, which is very difficult if you're a little band that wants to get booked for a big festival and wants to have your big break. You're not maybe in the position to challenge the status quo. Aber wenn eine Band das kann, dann diese. Coldplay, die wohl größte Popband der Welt. Für ihre gigantischen Stadiontouren schickten sie teilweise 32 Trucks und 109 Crewmitglieder um die Welt. Bis zu ihrer Ankündigung 2019 bei BBC News. We're taking time over the next year or two to work out how can not only our tour be sustainable, but how can it be actively beneficial? How can we harness the resources that our tour creates and make it have a positive impact? Keine Stadiontour mehr, bis ihnen eine klimafreundliche Lösung eingefallen ist. Die Fans schockiert, die Branche aufgerüttelt. I think we have to look at, you know, how do we make a living? And if we say, you know, and if a very wealthy band says, well, I'm not going to do an arena tour this year, so we're not going to make those millions of pounds, then, you know, that's great. But for the indie music community, obviously not doing a tour means you don't get to do what you love. I know for sure that Coldplay would never say, oh, everybody else has got to do what we're doing. Am Ende des Tages macht es natürlich für die Klimakrise überhaupt keinen Unterschied, ob das Coldplay fliegt oder nicht. Sie bringen ein radikales Krisenernstnehmen zum Ausdruck, und das ist so wichtig. They have a whole team of people who are working on this issue of how do we make carbon neutral touring. It's a difficult problem to solve, but they're putting a lot of energy into it.
Vor kurzem spielten sie in Seattle im ersten klimaneutralen Stadion der Welt. Und sie experimentieren gerade viel mit Hologrammen. In time, I think everyone will benefit from the experiments that people like Coldplay are making. Die Lage ist ernst. Auch wenn der globale Anteil der Emissionen der Musikindustrie eher gering ist, muss die Branche Verantwortung übernehmen und alles tun, was in ihren Möglichkeiten steht. Denn die Prognosen für 2030 sehen schlecht aus. Eine Steigerung der Emissionen um 16% weltweit. Und das werden wir halt nicht in den Griff bekommen, indem wir auf Festivals zum Beispiel nur noch Mehrwegbecher haben. So. Ich glaube, dass der aktivistische Teil quasi eigentlich das Wichtigste ist, was man machen kann. Es wird keine Band geben, die mit dem Fahrrad zum Konzert fährt, so, auch wenn das klimamäßig irgendwie besser wäre. Ich glaube, die Stellschrauben sind dann doch im Endeffekt denkbar klein. Gerade in unserer Position kann man vor allen Dingen inspirierend wirken für ganz viele Leute. Indie-Musicians, we're just trying to do our best. Und das ist vermutlich die größte Aufgabe der Musikindustrie. Viel mehr noch als das Reduzieren von Emissionen. Mobilisieren, um endlich den nötigen Wandel zu beschleunigen.